Komm, wir spielen jetzt ein Lied. Du hast einen sehr großen Pickel hinten am Hals. Siehst du den? Fühlst du den? Ist da schon eine Kuppe drauf? Da ist eine Kuppe drauf. Immer noch? Wieder. Ich bin ein Glückskind, mein Leben ist perfekt. Ich hab total viel Geld und was ich koche, schmeckt. Ich kann segeln, ich kann surfen, ich kann sehr gut Auto fahren. Ich kann tanzen, ich kann singen und ich bin sehr einfühlsam. Das stimmt. Ich kann zuhören, ich kann schwängern, mein Mobilvertrag verlängern. Ich kann deine Seite hacken und was super leckeres backen. Ich kann schnorcheln, ich kann borgen, kann für einen Goldfisch sorgen. Und wusstet ihr schon, ich bin gut in Xylophon sagen. Ach so. Hä? Ja, ich kann sehr gut Xylophon sagen. Mach du mal. Jeder kann Xylophon sagen. Ich dachte, du spielst ja Xylophon. Ich hab's jetzt gerade schon gehört. Sag nochmal. Xylophon? Nein. Xylophon. Okay. Ich kann das mit meinem Finger und ich kann Fidget Spinner. Ich kann Selfies, ich kann Hitze und ich komm mit meiner Zunge an meine Nasenspitze. Mach mal. Vielen Dank. Wow. Nur dann und wann denk ich daran, dass es eine Sache gibt, die ich nicht kann. Oh Mann, das stimmt mich wirklich sehr betrübt. Ich kann keine Breilschrift. Was ist eigentlich Breilschrift? So, bist du bescheuert? In der emotionalsten Stelle dieses Liedes grätschst du da rein. Was ist denn Breilschrift? Ich weiß es nicht. Das ist die Blindenschrift, das mit den Punkten, Mann. Oh. Ach so. Nochmal. Ich kann keine Breilschrift. Schreibt man das mit einem Bleistift? Das ist für mich unbeschreiblich. Wie assyrische Keilschrift. Ich war zwar immer einer von den vielen Leuten, doch genormtes Papier kann ich einfach nicht deuten. Wer hätte gedacht, dass meine Fingerkuppen sich jetzt völlig unbrauchbar entpuppen? Es ist mir immer schon peinlich gewesen. Aber ich kann's nicht lesen.